Dampfnudelblues. Winterkartoffelknödel. Schweinskopf al dente. Grießnockerl-Affäre. Sauerkrautkoma. Leberkäse-Junkie. Und das ist der neueste. Also Film Teil Nummer 6 einer unendlichen Serie von... Einer zehnteiligen Krimiserie, also Buchkrimiserie von Rita Falk. Die zehn Teile? Also und wir sind im Teil Nummer 6? Wir sind jetzt im Teil Nummer 6, ja. Also für mich ein No-Go. Jeder Titel hat mich so abgeschreckt, dass ich dachte, das sehe ich mir nicht mehr in der Pressevorschau an. Das ist, ich dachte, das sind die absoluten Niederungen des deutschen Films, das kann ich mir nicht antun. Und ich meine, kannst du mich eines Besseren belehren? Also wirst du sagen... Ich versuch's. Ja, also du wirst schon sagen, siehst dir an? Also du musst nicht betrunken sein, um reinzugehen. Also man kann, ich finde, wenn man in der entsprechenden Stimmung ist und... Also man kann sich schon angucken. Es ist jetzt sicher kein Arthouse-Kino, aber es ist ganz nette Unterhaltung. Ein bisschen mehr brauche ich, das reicht mir nicht. Also das reicht mir nicht, ich brauche mehr. Ich meine, fahren da Polizeiautos durch den Weg die ganze Zeit oder wenigstens das? Es fährt das Franz Eberhofer heißt der Dorfpolizist, der Star des Films ist. Und nach dem ist mittlerweile sogar ein Kreisverkehr in Frontenhausen benannt. Kreisverkehr. Ein Kreisverkehr. In der echten Realität. In der echten Realität. Das wird da gedreht. Und mittlerweile, also Simon Schwarz spielt mit, spielen verschiedene österreichische Leute mit. Es hat zum Teil so, manchmal so leichte anarchistische Einschüsse. Ansonsten ist es natürlich sehr bayerisch und sehr so pseudo-derb. Wird eine Menge gelabert? Also wird einfach da. Und ich meine, passiert was? Ist da irgendwie. Was ist der Mehrwert für mich, wenn ich es mir ansehen wollte? Also ich bin immer noch nicht ganz überzeugt, ehrlich gesagt. Also wenn man die bayerische Mentalität kennenlernen will, ist auch ein Weiterbildungsfilm. Es treten halt viele Promis auf. Im letzten war jetzt die Eva Mattes als überbordende Bäuerin zu sehen, die ja mit dem Hauptdarsteller Sebastian Wenzel im Tatort gespielt hat, aus vom Bodensee. Sie spricht bayerisch? Also sie spricht bayerisch, ist ja laut und... Okay. Aber ich fürchte, ich schaff's nicht, dich zu überzeugen. Weiß nicht. Nee, ich glaube auch nicht ganz. Also dann belassen wir es beim... Aber also für eine nette Unterhaltung ist der Film empfehlenswert, darüber hinaus. Darüber hinaus, so ist gut. Also tue ich mir nicht an, also dann trink du aufs Gute, ich aufs Schlechte. Ich trinke auf die lustigen Sachen. Und ich trinke auf die Langeweile und auf die Unerheblichkeit.